Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem dazu passenden Video hier am Strand von Maspalomas heute am Freitag, den 12. April 2024. Ja, heute Morgen eigentlich das gleiche Bild wie gestern, aber es ist heute Morgen nicht ganz so warm. Es ist ein kühler Wind jetzt und die Temperaturen hier an der Anzeige 23 Grad. Ja, das waren auch die Tiefstwerte heute Nacht, 23 Grad, und die Höchstwerte werden heute wohl auch wieder über 30 Grad erwartet. 8 Uhr und 28 Minuten im Moment. Ja, und die Frage, die sich stellt, wie sieht unser Weg aus? Das schauen wir uns auch jetzt gleich mal an. Ja, gestern Abend ja, der Weg, den gibt es nicht mehr. Also jedenfalls jetzt im Moment nicht. Also alle Platten eingesammelt. Ich weiß nicht, was die machen. Vielleicht wollen sie da vorne noch ein bisschen mehr befestigen. Es ist jetzt nur der reine Sand. Gut, das war früher auch so, aber es ist natürlich sehr unbequem, jetzt hier lang zu laufen. Und gerade auch eben mit Kinderwagen etc. Auch mit dem Fahrrad schieben, das fällt jetzt richtig schwer. Ja, zum gestrigen Tag, da gab es ja mehrere Überraschungen. Erstmal war der Abend in Las Palmas, Tapas Nacht, ja, war sehr schön. In Las Palmas auch die Temperaturen wenig niedriger, es waren 27 Grad am späten Nachmittag und später dann 24 Grad, sehr angenehm. Und ja, am Hotel Madrid ein bisschen gewesen, in der Altstadt umgelaufen, gut gegessen. Also alles in allem ein gelungener Abend, da wir nicht so spät nach Hause gefahren sind. Kam der Vorschlag, wir sollten uns doch mal eine schöne Bodega ansehen, ja, und im Playa de Inglés im Apartmenthaus HL Suites Hotel, da gibt es ja einen separaten Eingang für den Kellerbereich, da war ja früher die Disco drin, ich glaube La Bamba. Die heißt jetzt anders, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wie die Bodega heißt. Die hat einen recht ungewöhnlichen und nicht einprägsamen Namen. Und da sind wir dann in diese Bodega und haben uns da umgesehen. Ja, und das war die Überraschung des Tages. So was Schönes habe ich noch nicht gesehen. Und ihr könnt gespannt sein auf das Video. Schaut es euch an, aber das war die Überraschung. Und alles andere muss ich jetzt hier nicht wiedergeben, das hört ihr dann im Video. So, also immer noch sehr beschwerlich hier. Und ja, das Video vom gestrigen Abend wird auch die Tage irgendwann kommen. Und vor allen Dingen die Bodega, Millionen sollen die da investiert haben, und das glaube ich auch. Und das könnt ihr euch dann ansehen. So, heute Leuchtturm Faro, 16 Uhr. Wer möchte, kann mit dabei sein. Mit und ohne Kamera. Und ich werde schon, oder einige Gäste haben sich schon angekündigt. Das bedeutet, ich habe den Plan B dabei. Ja, das war die Frage. Und dann auch die Tassen und die T-Shirts. Und die Bilder vom Victor gibt es auch. So, und hier werden wir auch bald mal wieder sitzen. Wir sollen hier einen Tisch reservieren. Und ich glaube, das ist einer der schönsten Tische hier, etwas erhöht.
und auch direkt am Wasser. Ja, wir feiern ja wieder Geburtstag von der Jeanette. Die kommen hier bald. Gleich kann man sagen, fast schon da. Also heute treffen wir am Fahrer. Was gibt's da noch? Ja, mein Fahrrad müsste eigentlich heute Mittag kommen. Ja, ich habe mir überlegt, mein Harry-Fahrrad kann ich einfach nicht aufgeben. Ich werde es ein bisschen herrichten und als Reserve Fahrrad lassen für die ganz kleinen Strecken, für die kurzen Strecken. Mir ging es ja auch mit dem Fahrrad nur darum, dass ich dann doch ein bisschen flexibler bin, wenn es mal weiter weggehen sollte. Ansonsten werde ich treten. Also das ist dann schon mal jetzt so beschlossen. Das Harry-Fahrrad wird nicht zur Versteigerung freigegeben und auch nicht verkauft. Nachdem ich es so viele Jahre benutzt habe, so, das ist jetzt hier der Blick in die Ferne drübe, in die trübe Ferne. Dann machen wir hier gleich das Wetter, die aktuellen Wetterdaten heute am 12. April um 10.29 Uhr ist Niedrigwasser. Wir haben also jetzt ablaufendes Wasser. 16.40 Uhr, genau zur Fahrzeit, ist Hochwasser. 7.39 Uhr war Sonnenaufgang und 20.25 Uhr ist Sonnenuntergang. Ja, und so sieht das hier aus mit Blick aufs Hotel Faro. Blue Merlin Ibiza Sky Lounge kann man auch hochgehen, ist separat vom Hotel, hat also nichts mit dem Hotelbetrieb zu tun. Ja, 22 Grad hier das Thermometer, 8.35 Uhr. Ja, schön trotzdem, auch wenn das Wetter nicht so sonnig ist. Ja, ich sehe hier gerade, eine Dame macht hier auf dem Steg Gymnastik. Das werde ich auch mal machen jetzt wieder. Das ist auf jeden Fall gut, beweglich zu bleiben, beweglich zu sein, beweglich zu werden. Das ist das
Man hat ja immer seinen gleichen Rhythmus und seine gleichen Bewegungen. So, jetzt fahren wir noch ein Stückchen. Ja, heute Morgen ganz anderes Bild. Heute Mittag wird hier wesentlich mehr los sein. Aber jetzt ist angenehm, die Temperatur ist nicht so warm. Ich schätze jetzt eben so 23 Grad. Lopezan Boulevard El Faro sind wir hier, wie der Weg denn hier heißt. Es gibt mehrere Bezeichnungen dafür. Hier vis-à-vis vom Café Del Mar. Ja, nochmals, diese Bodega. Die Bodega, die wir gestern besucht haben, die haben heute am Freitag Programm. Ab 18 Uhr stündlich wechselnde Sänger und Aufführungen. Eintritt 15 Euro, ein Getränk und ein kleines Häppchen, ein kleines Brot. Und das geht, glaube ich, bis Mitternacht. Um 1 Uhr ist dann zu, fängt um 18 Uhr an. Also muss ich sagen, ein kleiner Preis für das, was da geboten werden soll. Und wenn wir heute nicht Faro-Tag hätten, dann wären wir bestimmt dahin gegangen. Ja, der Strandspaziergang heute mal anders. Wenn es eben so trübe ist da unten am Wasser, dann ein anderer Blickwinkel. Ja, ein bisschen heller ist es, also klarer, nicht heller, klarer. Wir hoffen ja, dass die Temperaturen dann auch wieder normal werden. So, und da vorne. Hier mache ich jetzt das Wetter in Kurzform. Video gleich anschließend und ein bisschen Information dazu. Ja, dann mache ich mich wieder auf den Rückweg. Muss auch gleich zu Hause sein, denn ja, wie gesagt, das Fahrrad kann eventuell zwischen 9 und 12 Uhr geliefert werden. Ja, hier werden mit dem Dampfreiniger die Stühle abgeduscht.
Ob das jetzt so sinnvoll ist, gerade bei so einem Wetter, das mag ich bezweifeln. Man wartet ja mit dem Saubermachen dann doch immer. Und wo der Staub überall hinkommt und wie der überall durchkommt, das wundert man sich. So bin ich wieder hier in meinem Revier an meinem Punkt für das aktuelle Geschehen heute am Faro, 16 Uhr. So, und das ist jetzt das Ende des Videos. Ich schaue gerade da vorne hinein, weil hier viele Tauben sind, ob die Rasen nachgesät haben. Kann man aber nicht so erkennen. Ja, heute Morgen waren doch schöne Bilder von den Sonnenaufgängen. Das hatte ich schon lange vor und am Ende des Videos gibt es eine Info für den Plan B. Das wollte ich noch dazu sagen. Und diese Sonnenaufgangsbilder, die habe ich gesammelt in einem Ordner. Und ja, ein bisschen Musik dazu und schon ist es ein wunderschönes Video. Das kann man sich immer wieder ansehen. Und vor allen Dingen, das sind alles echte meine Bilder. Das ist ja auch noch der Punkt. Das sind jetzt nicht irgendwelche, kein einziges Bild ist von der Farbe verarbeitet worden oder bearbeitet worden. Nein, nicht alles so, wie die Aufnahme es gegeben hat. Manchmal sieht man ja Bilder, Videos, Filme und sagt, das kann ja gar nicht wahr sein, was die da für ein Licht oder Farben da drin haben. Ja, ich freue mich heute auch, weil ich treffe mich ja nochmal mit meinen Schulfreunden aus meinem Heimatort. Und ich werde wohl ein Treffen arrangieren für September. Wenn das hinhaut, werde ich in Deutschland sein. Aber mal vage dahingestellt jetzt. So, hier wieder, für die es nicht wissen, die Bushaltestelle, Faro heißt die. Hier geht's über die gesamte Insel und hier könnt ihr viele, viele Ziele erreichen. Hier geht's zum Palm Beach, zum Haupteingang. Hier ist der Ausgang oder die Ausfahrt. So, jetzt bin ich wieder an der Charka und jetzt möchte ich das Video beenden und sage jetzt schon mal hasta luego, macht's gut, bis nachher, ich freue mich auf euch hier am Faro. Und hier geht's zum Luki und Tine Shopping Center, La Sandia. Und Tine und Luki erwarten uns, euch. Ja, und so sieht's hier aus. Das erwartet euch, wenn ihr hier in der Larifari Bar seid. Gute Laune, Stimmung, Tanz, Unterhaltung, Entertainment.
und vor allen Dingen ja immer gute Getränke. Also auf ein neues hier oder auf einen Besuch in der Larifari Bar bei Tine und Lucky. Ja, und hier ist das Immobilienbüro Europa. Also hier werdet ihr immer beraten, bedient, wenn ihr Fragen habt, Vermietungen, Verkauf. Und alle Informationen bekommen auch jetzt zum neuen Mietgesetz. Was ändert sich da? Was gibt es da Neues? Und hier sind dann die aktuellen Immobilienangebote.